Eine neue Vorschrift ist die beste Methode, um Mitarbeiter zu frustrieren. Immer dann, wenn jemand irgendetwas falsch gemacht hat, hat man eine neue Organisationsrichtlinie entwickelt. Damit hat man 5% der Leute in den Griff gebracht, glaubt man zumindest, und 90 oder 95% hat man dabei frustriert, so ungefähr, was soll dieser Quatsch, wir sind ja nicht im Kindergarten. Aber es ist gang und gäbe, dass in jedem Unternehmen jede Menge an Vorschriften gibt. Also haben wir mal begonnen zu sagen, wir verzichten einmal auf grundsätzlich mit Ausnahme von Compliance-notwendigen Vorschriften, verzichten wir auf alles, was hier beschrieben ist und was sich alle als angesammelt hat. Am liebsten hätte ich auf Lagerfeuer gemacht, aber das ist dann doch irgendwie nicht so gut ankommen für alle jene, die die Vorschriften nämlich erfunden haben. Da war ich zwar auch dabei, aber ich habe trotzdem darüber hinweg gesetzt und hätte da gerne mitgemacht. Ja, und wir haben gesagt, das gute Beispiel kommt ja aus der Werbung, nütze eigentlich deinen Hausverstand, ist eines der wichtigsten Prinzipien geworden und entspricht es deinem Hausverstand. End-to-End-Verantwortung, nicht nur daran zu denken, was bei uns im Unternehmen bei Technikern sehr gerne der Fall ist, dass wer irgendwas entwickelt und sagt, ja, das geht so aus dem Haus draus, aber wie das beim Kunden installiert wird, wie das beim Kunden in Betrieb genommen wird, darüber wird einfach erst dann nachgedacht, wenn man sie darauf hinschubst oder im Entwicklungsprozess so weit vorbereitet. Das heißt, wir haben einen erweiterten Fokus auch für unsere ganzen Entwickler geschaffen, indem wir sagen, das muss dann am Ende des Tages easy to use sein und damit ist ein neuer Aspekt auch reingekommen, dass easy to use Verwendung einfach ganz ein wesentliches Element in unseren Entwicklungsprozessen ist.